Ein Campingplatz im Rendsburger Hinterland. Parzelle N3. Krieg kein Auge zu. Das bin ich, Julian. Camping Vollamateur. Ein billiger Spruch auf dem Küchenkalender hat mich hierher geführt. Wer tief in die deutsche Seele schauen will, muss auf einen Campingplatz. Genau das will ich. Also habe ich mich für 7 Tage auf dem Campingplatz Bumm einquartiert. Einer der ältesten Plätze in Deutschland. 2 Waschhäuser für alle und 200 Parzellen deutscher Mikrokosmos. Aber wie komme ich hier rein in die Gesellschaft der deutschen Campingfreunde? Meine Nachbarn von Stellplatz A15, Horst und Brigitte. Horst leitet hier ehrenamtlich die Sparschweingruppe Sparclub Campingplatz Bumm. Brauchst du noch was? Der Mann hat 40 Jahre Erfahrung am Grill. Prost. So wie die Glut jetzt ist, so sollte sie sein, wenn man das draufpackt. Okay. Weiß, durchgebrannt. Was man, oder was viele falsch machen beim Grill, ist auch, wenn sie, ich mach das mal ganz vorsichtig hier, ja, auf, nicht das Fleisch oder die Wurst verletzen. Ah, ja. So, dann darf man sich nicht ekeln davor, wenn man so eine Wurst rausholt. Ja. Achtung, Achtung. Hoppla, die ist schon mal. Die ist ganz schön fest. Also. Ja, das ist ganz fest. Das ist die für einen Hund. Okay. Die ist einmal durchgebrochen. Okay. So, ja, und die hat auch schon was. Bisschen Farbe. So machst du das? Nee, wahrscheinlich machst du das geschickter, ne? Nicht ganz. Ja, so ungefähr. War schon fast richtig. War schon fast richtig. Für einen Anfänger ist es schon mal gut. Also ihr seid eigentlich mit die Ältesten hier? Die ist hier auf dem Platz, die hier rumkrebsen, ja. Es war früher mehr Gemeinschaft unter den Campern. Es war früher mehr Gemeinschaft. Ja, es waren ja nur Camper. Es war ja verboten, hier sich anzumelden oder hier zu wohnen oder sowas. Es sind keine Camper mehr. Es sind ja mehr Leute, die das hier als festen Wohnsitz ansehen. Gefällt es euch jetzt besser oder schlechter? Oder wie, was hat sich hier so... Fährst um 8 Uhr raus, da sitzen die und kommst... Nein, um 8 Uhr nicht. Übertreib doch nicht. Und kommst um 15 Uhr wieder, sitzen sie immer noch. Unter der Woche? Unter der Woche. Nein. Im Urlaub, ja natürlich. Verschönert das nicht. Ich sehe auch was. Ich will nicht hier sagen, ich bin der Größte, der Schönste. Nur ich möchte so nicht leben. So wie? So. Dass ich, also ich möchte hier auch nicht sagen, die Wohnung kann ich nun nicht mehr halten oder sonst irgendwas und ich ziehe jetzt hier raus. Möchte ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Fast jeder 10. Platz hier ist mittlerweile als fester Wohnsitz gemeldet. Der bislang geschützte Lebensraum des deutschen Campingfreunds ist anscheinend bedroht. Durch Andrea und Lou zum Beispiel. Die wohnen hier. Thank you.
So, pass mal auf, die andere kannst du jetzt rausbrechen. Ja? Lou will das Vorzelt abdichten, um mit seiner Frau hier draußen den Winter zu überstehen. Konntest du das vorher alles schon? Das lernt man alles hier. Man darf nur keine 10 Daumen haben. Ne? So. Er war Truckerfahrer. Dann war die Gesundheit ruiniert. Das Geld wurde knapp. Wenn man jetzt eine Erwerbsminderungsrente bekommt, ist das ja sag ich mal, die Hälfte nur noch von deinem Lohn. Ja. Und damit dann nachher zurechtzukommen, sag ich mal, für 2 Personen, ist das nicht so einfach. So, und dann haben wir uns eben halt dafür entschlossen, hier zu wohnen. Denn hier, sag ich mal, die Miete im Monat, die liegt bei 100 Euro. Im Gegensatz zu 650 ist das doch schon ein Unterschied, ne? Jetzt noch mal den Unterschied, bitte? Ne? Bitte schön. Im Winter wird es hier saukalt. Dann bleibt ihm nur dieser Wohnwagen, Baujahr 84. Das ist schon so ein bisschen wie ein Haus, oder nicht? Absolut. Und der Schrank viel, viel größer. Ich habe hier viel, viel mehr Platz. Ich hatte so ein bisschen so für mich, dass ich das raushaben wollte und da so einen Schrank hinbauen wollte und all sowas. Kannst du nicht ausbauen, das gehört irgendwie dazu. Diese große Sofaecke, wenn du im Fernsehen bist und so. Und ich finde dieses Styling von diesen alten Butzenfenstern. Das hier, ne? Ja. Oder du imaginär irgendwie hast du Landhausstil. Aber fühl mal, fass mal an. Okay, das ist Styropor. Ich würde sagen Palastik. Ja, aber es ist groß. Wir können hier stehen, entspannt. Ja, ist so. Sind noch ein paar Arbeitsschritte da, aber... Wir haben noch zu arbeiten und... Cocky, der beste Freund der beiden auf dem Platz. Ja, was wir hier nicht mehr brauchen. Man weiß, dass eine schlechte Jahreszeit kommt und dann muss man eben halt fit sein. Aber es gibt natürlich Alteingesessene, die den, sag ich mal, den neuen Campern irgendwelche, na, sag ich mal, Sachen aufdoktrieren wollen. Jeder Platz für sich, jede Parzelle ist für sich individuell. Das ist Kurt, der Campingplatzchef. Machst du Schranke auf? Fahr du mal dahin und du fährst darum. Als Campingplatzchef ist man gleichzeitig Klempner, Gärtner und Psychologe, sagt Kurt. Ach so, Verkehrspolizist ist man ja auch noch. Da ist das Sanitärhaus, was auch im Winter betrieben wird, was auch im Winter beheizt ist. Diese Wohnwagen, die hier vorne rumstehen, das sind alles Dauercamper und Festwohnende. Der rechts hinter dem Sanitärhaus ist unser großer Spielplatz für die Kinder. Da ist unser Wohnmobilpark, also für Wohnmobile. Die fahren da hin, stellen sich hin und gucken aufs Wasser. Vor 4 Jahren war der Platz fast pleite. Dann kam Kurt und übernahm Bumm zum Schnäppchenpreis. So, das ist jetzt mal so ein Stück, ich meine, der sieht ja noch sauber aus, wenn man mal hier so lang guckt. Also das ist, so sahen ganz viele Plätze aus. Ne? Das geht nicht sowas. Der hat jetzt auch schon eine Mahnung gekriegt, der muss seinen Kram hier wegräumen. Und die Leute sind schon verpflichtet, ihre Plätze sauber zu halten. Ne? Anders geht das auch nicht. Jetzt soll hier wieder etwas Großes entstehen. Ein Camper-Idyll, wie früher. Nur für wen? Eine richtige Campergemeinschaft gibt's hier gar nicht. In Wahrheit sind es 2 Lager. Die mit kaum Geld und die mit mehr Geld. Haben die beiden Gruppen trotzdem etwas gemeinsam, was sie nur hier draußen finden? Der 3. Tag. Verabredung mit den Campingveteranen.
Die Erde ist ein bisschen trocken. Ja, hier ist unser kleiner Garten, wie gesagt, unsere Oleanderbüsche. Und hier haben wir unsere Minze dazwischen. Möchtest du denn mal einen alten Mann entlasten? Ja. Da ist eine Gießkanne. Da kannst du dann einmal bitte durchgehen. Okay. Ne? Ist das ein Aufnahmeritual? Das ist ein Aufnahmeritual. So geht es doch. Schön einfach. Jetzt säuft hier ab. Nee, alles gut. Ja. So ein bisschen hin und her, ne? Nicht auf einer Stelle. Wir wollen keine Bootstaufe machen. Die brauchen viel Wasser. Ja, so viel auch nicht. Und Horst, was hat dich am meisten am Camping gepackt, als du damit angefangen hast? Was war da so der... Die Freiheit. Ne, man kam hier raus, konnte die Füße hochlegen und das war das. Da hatte man noch keinen so einen großen Garten, da hatte man das hier nicht. Also ich bin ja ein Hamburger. Und in Hamburg hatte man ja, kennst du ja selbst, guckst aus dem Fenster, guckst du gegen Steine. Guckst nach oben, siehst ein kleines Stückchen Himmel. Und wenn du hier draußen warst, da hast du eben ja das Offene gehabt. Die Freiheit ist ein Stellplatz. Für Cocky ist das Mobil auch der Erstwohnsitz. Marke Lord Münsterland. 1000 Euro Pacht im Jahr. Ja, bin ich ins Internet gegangen. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt heutzutage. So, die gleiche Geschichte geht bis da. Geil. Und schon hat man Wind- und Sichtschutz. Das sind natürlich Spielchen, die knabbern am Portemonnaie, ne? Ich will einfach, oder meine Frau und ich wollen einfach nur unsere Ruhe haben. Das Leben ein bisschen genießen. Wir können es. Mehr wollen wir gar nicht. Ne? Ja, also ich gehe hier mit den Füßen zuerst raus. Das, vorher kriegt man mich hier nicht weg. Ne? Okay. Ja, ist so. Ist so. Ne? Die ist 24 Jahre alt. 24? Okay. 24, ja. Und wie schnell bist du damit schon gefahren? 290, aber ganz kurze Strecke. Und bist du auch mit einer Clique früher gefahren oder fährst du alleine? Ich bin früher im Club gewesen, in zwei Clubs, einer in Baden-Württemberg und ein Club, ein Bekannter hier oben, die Dirty Packs, die ich hiermit auch grüße, weil man weiß, wo man sein Herz hängen lässt. Nicht? Aber ich brauche das nicht mehr. Aber sag mal, deine Rocker-Kumpels von früher, waren die mal hier? Haben die mal gesagt, Coggy, was machst du denn hier? Hier Gartenzwerg, Schildkröte? Nee. Nein, ich habe mich also insofern aus der Szene, wenn man so das sagen will, habe ich mich komplett zurückgezogen. Und würdest du sagen, dass der Campingplatz dich irgendwie zur Ruhe gebracht hat? Die Natur hier und die... In vielen Sachen ja. Es ist ein schönes Leben. Wirklich. Also ich möchte es nicht mehr missen. Und wenn man abends hier im Bett liegt und es der Regen so ein bisschen aufs Dach trommelt, wirkt viel mehr als die beste Schlaftablette. Das ist so. So gemütlich. Selbst hier in meiner Nylonbude. Cocky hat recht. Ich war komplett runter.
Gegenüber in Parzelle S22 Disco. Moni und Dirk in ihrem Vorzelt. Super. Das ist nach Polnisch nicht teuer, ne? Nasze. 20 Piw. 20 Piw. Dann ist es ohne O. Ja. Dann heißt Bier nur noch Piw, nicht mehr Piwo. Dirk, der rechts, ist Heilpädagoge. Heute war er bei seiner Chefin und hat ihr gesagt, ich gebe die Wohnung auf, ich ziehe auf den Campingplatz. Für immer. Sie hat sich schon sowas gedacht? Zwar, dass irgendwas in mir brodelt, aber dass es jetzt das ist, dass ich auf den Campingplatz ziehen will, da war sie doch bisschen erstaunt. Sagt sie, ey, finde ich cool. Weil ich ihr auch gesagt habe, ich möchte da weiterleben, wo es mir gut geht. Ich sage, Männer werden ungefähr 78 Jahre alt, das ist so ein Stück Zollstock. Ich sage, und hier hinten bin ich schon. Ist nicht mehr viel, ne? Ich bin schon über 50. Ich sage, da fehlt nicht mehr viel, bis ich an den 78 gekommen bin, wo es nicht mehr weitergeht, wo ich dope bin. Und die letzten Jahre möchte ich mich nicht mit Nachbarn ärgern. Habe ich keinen Bock drauf. Da möchte ich lieber hier nette Leute kennenlernen, jeden Tag neue. Und die sind eh anders drauf. Zu diesem Song haben sich Dirk und Moni kennengelernt. Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon? 8 Jahre. In der Kneipe in Bordesholm. Ganz dumm Zufall. Wie das so oft kommt. Ihre Stammkneipe und mein erstes Mal. Fast. Okay, das war das zweite Mal, war ich da und dann war das Gespräch da und dann war gut. Und jetzt machen wir so einen Blödsinn, dass wir hier auf den Campingplatz ziehen wollen, also von daher. Nächsten Monat wollen wir noch heiraten. Aber nicht hier? Ja. Auf dem Campingplatz? Ja. Echt? Habt ihr schon Einladungen verschickt? Ja. Ihr seid ja verrückt. Prost. Arthur, wir müssen erst mal anstoßen. Hier schlafen sonst die Kinder von Moni und Dirk, wenn sie zu Besuch sind. Ja, vielen Dank, ihr. Schlafen? Super. Echt noch mal ein bisschen besser als im Zelt. Aber der Wohnwagen ist bald Vergangenheit. Gleich nebenan wollen Moni und Dirk sich ein Mobilheim hinstellen. Ein Edelcontainer, 40 Quadratmeter mit eigener Dusche und Bad. Und das wird denn werden hier. So längs soll der Wagen stehen. Und ist das dann ist das euer erstes sozusagen gemeinsames Haus? Ja. Ja, das ist unser erstes gemeinsames Heim. Mobilheim. Ja. Schauen wir mal, wie es wird. Gemeinsames Projekt, ja, ne? Gemeinsames Baby, ja, praktisch. Und ein Projekt, was irgendwie so gewachsen ist. Aber da wir beide ein bisschen verrückt sind, machen wir das einfach. Ist so. Ist ja doch ein Schritt, den man da geht. Vom Steinhaus zu Aluminium. Ihr seid jetzt quasi beide Kinder aus dem Haus. Ja, alle weg. Wir können jetzt unser Leben leben. Entspannter. Und das ist das Interessante daran. Die anderen erwarten immer nur, das ist straight geradeaus, ne? Aber wir machen es anders, weil wir anders sind. Seitdem Kurt den Platz übernommen hat, haben sich die Umsätze verdreifacht. Jetzt hat er noch 11.000 Euro in das Grundstück investiert, auf das auch Moni und Dirk ziehen wollen.
das mit den Edelcontainern. Hättest du dir das so vorgestellt, dass du quasi so ein kleines Imperium richtig erschaffst? Ich meine, aus Campingplatz und jetzt hier noch ein Zusatzgeschäft eigentlich, ne? Noch ein kleines, das wird ein kleines Dorf hier. Also das wird eine Siedlung für sich hier. Das wird das, das wird auch, es ist und bleibt ein Campingplatz, auch nach der Verordnung. Aber das sind ein anderes Klientel, hier kommen keine Wohnwagen hin oder Zelte oder sowas. Ne? Und ich sehe mich nicht als Bürgermeister, sondern als Familienmitglied, sag ich mal. Ne? Als Papa. Als Papa sozusagen, ja. Kurt will die Leute anlocken, die 40.000 Euro und mehr für einen Fertighauscontainer hinblättern können. Die mit weniger Geld haben Bumm schon als neue Heimat für sich entdeckt. Der Trend geht dahin. Ne? Dass mehr Leute hier auf dem Campingplatz wohnen? Alleinstehende Männer und Frauen, also das ist schon, dass die auf dem Campingplatz wohnen. Ne? Weil Leute weniger Geld haben? Ja, weil es gibt ja nun mal verschiedene Schichten vom Verdienst her. Und wenn da einige dabei sind, die es nicht leisten können, eine Wohnung, ja, dann kaufen sich so einen Wohnwagen und ziehen da rein. Ne? Weil die Pacht ist einfach deutlich weniger. Ne? Ist aber auch ein anderes Leben. Also das muss man auch klarstellen. Ne? Also die müssen zur Toilette gehen, ins Waschhaus oder wenn sie duschen wollen. Und es ist eben anders als in der Wohnung. Aber dadurch, dass Leute jetzt weniger Geld haben, verdienst du ja am Ende mehr Geld. Ein bisschen, ne? Ich verdiene mein Geld, ja. Ne? Ob so oder so, das ist schon richtig, ja. Ne? So, wollen wir weiter? So. Ein bisschen tiefer. Jetzt kommt der ganze Fall schon. Super. Top. Das klappt. Lou kann sich nach einem Jahr auf dem Campingplatz gar nichts anderes mehr vorstellen, als morgens zum Waschraum zu laufen. Jetzt zieht er um. In ein besseres Viertel. 30 Meter weiter. Mit Hecke als Blickschutz. Wow. Ist ja auch voll verwandelt hier. Krass. Ja. Das ist wirklich echt schön. Ja, so schnell geht das. Ja, das wird wohnlicher, ne? Alles schon, ne? Mhm. Und das ist einfach eine absolute Verbesserung jetzt. Ja, ich sag mal, hier lebt man auf den Camper, ich sag das immer, das ist wie unter einer Glaskuppel. Ne? Abgeschirmt von allem. Und diese Erfahrung habe ich auch gemacht zur Reha, ne? Auch zur Kur. Da ist das genauso. So, das ist auch wie abgeschirmt. Du bist nur da. Ne? Und irgendwann, wenn du deine Kur oder Reha zu Ende hast, kommst du nach Hause und dann fängt das normale Leben wieder an. Sag ich mal so. Und das normale Leben hast und du jetzt da, wieder, ne? Das, nee, irgendwie nicht. Nee. Ich finde das schön einfach hier. Vollcamper. Ich finde Vollcamper. Ich finde, ich habe jeden Tag Urlaub. Ja. Ne? Wenn du von hier auf jetzt irgendwie durch eine Krankheit oder irgendwas irgendwie so rausgerissen wärst, ne, so ätzend, und du bist ein mega Macker eigentlich, ein Sportler, Lou war Bodybuilder seit 100 Jahren und der ist früher aufgetreten, also mega Bodybuilder. Ja. 78, 79 hat er irgendwie auch Meisterschaften gemacht und so und im Sport. Und du wirst durch eine Krankheit irgendwie so gedrückt. Ist das so ein, ich glaube, so ein Männlichkeitsding, ne? Es war sehr, sehr einsam, wo wir gelebt haben. Ganz schlimm einsam. Und hier ist er echt wirklich nochmal aufgelebt, ne? Er hat dadurch absolut gewonnen, ne? Absolut. So ist das. Ich hatte mich vorhin total verschnitten. Oh. Ja. Hatte die Brille nicht auf. Die rosa-rote. Wahrscheinlich. Der Winter kommt. Letztes Jahr hatte es minus 10 Grad. Das Polyester-Vorzelt braucht dringend eine Wand. Besser Holzplatten aus dem Baumarkt als gar nichts. Denn ist sie das zu heißt, hoch. Wir können gerade runter. Bloß ich muss das Maß. Das Maß muss hier rüber. Du musst nur da unten muss er rein. Hier ja. Kann er aber nicht. Hier sperrt er. Das heißt, im Prinzip hast du hier 2 Zentimeter Versatz. Die ja. Musst du hier wegnehmen. Ja. Oh. Hilfe. Der passt. Gut. Ja, super. Fertig, so. Geschafft. Super. Eine Hecke weiter auf A15.
Na, müssen wir erstmal auf Fliegenjagd gehen. Mach das, das ist Leckklatsche. Oh. Mach die Tür dann nur zu. Ja, das nützt nichts mehr. Guck, das sind unsere Seecampingplatz-Bumm. Die haben wir in weiß gehabt. Und in Rot, in Schwarz. Nee, in Schwarz und in Dunkelblau. Guck. Das ist interessant. Dann hatten wir ja noch die Trainingsanzüge, ne? Ja. Das ist das, was ihr mit mehr Gemeinschaft meint. Genau. Aber jetzt hier Sportteam und T-Shirts organisieren und so, das würdest du heute nicht mehr machen? Nee. Kriegst keine Leute mehr. Kriegt man keine Leute mehr für? Nein. Aber hier ist doch eine. Habe ich den Eindruck, eine ganz nette Gemeinschaft, die sich auch sehr viel untereinander hilft. Und ja, das stimmt. Das machen ja die Camper generell, ne? Also sobald man sieht, einer kommt. Aber so wie ich schon sagte, was wir früher hatten, so dieses Jahr und so, bekommt man nicht mehr hin. Aber wenn die sich gemeinsam helfen beim Einziehen, kann man doch auch zusammen ja, Sport machen, oder? Aber Sport ist nicht jedermanns Sache. Okay. Der letzte Abend. Jubiläumsparty. Campingplatz Bumm feiert 50. Kurt hat geladen, alle sind gekommen. Die alten und die neuen Camper. Herzlich willkommen. Hallo. Dankeschön, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Wir wollen heute 50 Jahre Campingplatz Bumm feiern. Wir sind ja erst, wie ihr alle wisst, fast 4 Jahre erst hier. Ich hoffe, ihr seid immer noch mit uns zufrieden. Der Überraschungsgast. Ein Andrea Berg Dubel. Deutsche Seele wollte ich hier finden. Gefunden habe ich ein Stück deutsche Wirklichkeit, das ich so vorher nicht kannte. Eine Stadt in Miniaturausgabe. Mit Hobbycampern, die ein bisschen Erholung suchen. Und mit Menschen, die kaum noch etwas haben und das Beste draus machen. Alles nur eine Hecke voneinander entfernt.